Herzlich willkommen zurück in Randalls Welt. Und da sind wir und stehen vor dem Ort Clayton's Cave, die Höhle von Clayton, an dem wir am Sonntagabend untergegangen sind. Ich überlege mir ernsthaft, ob ich da reingehen will. Vielleicht erstmal in der Seitenstraße schauen. Wenn ich an den Esel und diverse Teile denke, ich weiß nicht. Ah, wir kommen hier rein. Vielleicht kommen wir gar nicht vorne rein. Naja, wo wir gerade hier sind, können wir uns ja wenigstens schon mal umschauen, aber es ist jetzt hier irgendwie... Fass ich nicht an. Ja, das dachte ich mir, dass du das nicht anfasst. Mülleimer voller Müll. Was kommt wohl als nächstes? Poster? Eine Koala-Convention? Echt jetzt? Ja. Was haben wir denn noch? Pfütze? Na, eine Schale Mülleimer. Eine große Wasserpfütze. Jedenfalls hoffe ich, dass es Wasser ist. Kann ich denn hier mit irgendwas, zum Beispiel mit dieser leeren Flasche... Mir das geht nicht. Die Pfütze ist nicht tief genug. Die Pfütze ist nicht tief genug, aber prinzipiell kann ich also in die leere Flasche auch Wasser einfüllen. Ansonsten macht hier nicht allzu viel einen Sinn. Also ich bin mal unterwegs und suchen eine Münze, weil wir unbedingt. Unbedingt. Diesen Kakao. Kaugummi. Oh, wo kommen wir vorne rein? Ein Kaugummi brauchen, obwohl Billardkugeln sind natürlich auch nicht schlecht, oder? Ein paar Billardkugeln. Nichts Besonderes an denen. Könnte man denn eine mitnehmen? Nicht jetzt. Haben wir jetzt den Tisch? Nee, ich hasse bunte Bälle seit dem Zwischenfall im Kinderland bei Ikea. Gut, nee, also da geht er nicht ran. Die Billardstöcke? Ein paar schöne Billardstöcke. Bevor Eleni besorgt hat, haben wir mit den Füßen gespielt. War ehrlich gesagt ganz schön schwierig. Kann ich denn von den Billardstöcken nicht einen der mitnehmen? Richtige Zeitpunkt. Nein. Hey, was geht, Padre? Man kann's kaum glauben, dass Sie noch am Leben sind. Wie sind Sie entkommen, nachdem Sie den Russen bei diesem Billardturnier in die Falle gegangen sind? Na los, Pader, Sie müssen sich wirklich nicht für Ihre außergewöhnlichen Leistungen schämen. Wissen Sie noch, wie Sie diesen 8-Ball-Typen fertig gemacht haben? Sie hatten Handschellen an und haben trotzdem gewonnen. Sie haben mit dem Angeber den Boden aufgewischt. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht, oder? Hey, wissen Sie noch das Spiel gegen Lincolns Geist? Oder das eine Mal, als wir nach Japan geflogen sind und diese Yakuzas an ihrem eigenen Tisch geschlagen haben? Ha, bringt mir das jetzt Wollen was? Wollen Sie gar nichts sagen? Wirklich gar nichts? Ha? Anscheinend nicht. Pooltische sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Eines Tages finde ich ihre Augenfarbe heraus, Pater. Ihr habt ihr Stillschweigen irgendwelche ideologischen Grundlagen oder ignorieren Sie mich einfach? Hat Ihr Stillschweigen irgendeine logische Grundlage oder ignorieren Sie mich einfach? Hä? Moment, ich weiß, was hier vorgeht. Jetzt erinnere ich mich. San Francisco bei den Staatsmeisterschaften. 8-Balls Stiefsohn war da und wollte Rache nehmen. Sie haben ihn mit nur 3 Stößen geschlagen und einen Mopp statt eines Kös benutzt. Das war so cool. Egal, worauf ich hinaus wollte, ist, dass sie den Sieg mit einem daiquirisierten Royal Mai Tai Iced Tea gefeiert haben und soweit ich mich erinnere, hat es ihnen die Sprache verschlagen. Das ist es, oder? Und das hält bis heute an? Ja. Verstehe. Hätten Sie gern noch einen?
Sie wissen schon, ein Daiquirisierten Royal Mai Tai Eistee. Was denn das? Hört sich gut an. Das ist ein Ja, oder? Sie, alter Fuchs, Sie. Da würde ich auch mal dran nippen. Ja, laufen Sie nicht weg. Gut, anscheinend... Bilder, Girlanden, Girlanden, Paterei, die Lampe. Kann man da vielleicht eine Münze? Ja, aber vielleicht ist da noch eine Münze da unten drinne. Nicht jetzt. Leider nicht, leider nicht. Spielkugel. Was? Spielkugel? Billardkugel, wieso heißt die? Ach, die Spielkugel. Solange der nicht bewusstlos ist, lässt er mir das nie durchgehen. Gut, an die Kugel komme ich so auch nicht ran. Das ist die Spielkugel. Die wichtigste überhaupt. Die, die ich am wenigsten hasse. Zumindest mal ein erster Ansatz. Hier geht's auf die Toiletten. Und hier geht's. Schüssel mit Maisresten. Aha. Irgendjemand muss hier Popcorn gegessen haben. Ja, das dachte ich mir. Kann man da was mitnehmen? Jawohl, können wir. Die Bilder denke ich nicht. Flaschen würde mich definitiv verwundern. Hier vorne am Tisch sind wir abgefackelt. Unterhalten wir uns erstmal. Die Gene können so manchen grausamen Scherz machen. Ja, mit L.A. Wie läuft das Geschäft, Elaine? Hey, irgendwas anders an dir? Hast du mehr Zähne wie sonst? Kann ich einen daiquirisierten Royal Mai Tai Ice Tea haben? Also da muss ich doch mal nachgucken, was da reinkommt. Ich weiß gar nicht, was ich hier wollte. Kann ich einen daiquirisierten Royal Mai Tai Ice Tea haben? Randall, haben wir uns nicht darauf geeinigt, dass ich dir und Matt keinen Alkohol mehr unter der Woche verkaufe? Echt? Darauf haben wir uns geeinigt? Du nicht, aber das ist mir egal. Ich hab dir gesagt, ich habe keine Lust mehr, eure Sauerei sauber zu machen. Und ich glaube, der einzige Weg ist, euch den Hahn dicht zu machen. Zumindest unter der Woche. Ach, wie kannst du nur so selbstsüchtig sein, Elaine? Ah, nicht für mich, sondern für Pater Roy. Nicht für mich, der ist für Pater Roy. Der alte Kauz hat vom vielen Reden einen ganz trockenen Hals bekommen. Sehr witzig, Randall. Ja, das höre ich öfter. Von meinem Boss, meinem Vermieter, den Cops. Jeder liebt mich. Aha, wir bekommen aber das Ding. Hier ist dein Cocktail. Und sag Pater Roy, er soll nicht so viel sabbeln. Ja, lustig, oder? Gut, dann... Waren wir zumindest mal... Würde ich gerne, aber ich komme nicht ran. Ja. Das denke ich, werben auch hier einen Cocktail Hammer? Ein Schminketui. Sieht aus wie so ein Schminketui für die Handtasche. Da werden wir so aber leider wohl auch nicht rankommen. Da komme ich nicht ran. Außerdem steht Elaine direkt daneben. Das befürchte ich auch. Was haben wir denn hier in den Toiletten? Ich weiß, es ist unbedingt nicht sehr schön. Ole, ole. Hier sieht es ja aus. Urinal. Toilette. Kondomautomat. Kondomautomat. Vielleicht da eine Münze? Da braucht man wohl eine Münze. Ja, ja. Da muss man Münzen reinschmeißen. Es könnte ja sein, dass hier irgendwo eine Münze liegt. Hier. Leute, lasst mich nicht in diese Toilette gucken, oder? Oh. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Ja. Mir ist gerade nicht danach. Ja, das ist mir klar. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Okay, also da ist jetzt hier irgendwie... Vielleicht hat da einer eine Münze reingeschmissen. Das ist ein Pissbecken, aber die Leute nehmen wohl eh lieber den Fußboden. Haben wir da was? Mir ist gerade nicht danach. Mir ist gerade nicht danach. Was ist denn mir ist an dem nicht Klo? Am Klo so? Somewhere beyond the sea,
Somewhere. Ja, gut. Das Lied kann ich auch. Kann ich das mitnehmen? Ich nehme die blöden Poster nicht mit. Oh, Tür. Mich hat man auch eingelegt. Ich habe auch geglaubt, dass der Kuchen keine Lüge ist. Kann man die Tür zumachen oder wozu kann man die... Die lasse ich lieber offen. Also, jetzt haben wir hier zwar einen Kondomautomaten, können wir aber auch ohne Münze nicht benutzen. An den Münzen hagelt es auf alle Fälle. Es hakelt daran. Ich glaube, wir haben noch alles. Kann man noch am Fenster irgendwas machen? Geht nicht auf. Gut, ich glaube auch nicht, dass es irgendwas bringt, das Fenster aufzubrechen. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Das würde zwar hinhauen, aber vermutlich etwas Ärger bedeuten. So, jetzt haben wir den Schnaps. Achso, ich wollte ja gerade mal schauen, warum ich in die Seitenstraße kann, dann da rein und jetzt hier Notausgang. Ja, es geht auch von der Seite. Können wir gegebenenfalls mit der Schüssel und den Maisresten... Eher nicht. Geht auch nicht. Die Flasche kriegen wir nicht rein. Kann man die Schüssel mit den Maisresten irgendwo hier in das Rohr stellen oder so. Aber ich kann ja nichts benutzen. Das hatte ich gerade mal geguckt, wenn ich die Toiletten benutze, aber das will er ja nicht. Mir ist gerade nicht danach. Gar nichts, hier geht nichts. Mir ist gerade nicht danach. Leider geht hier nichts. Und am Hammer kann ich auch nichts bearbeiten. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Ja, das befürchte ich auch. Draht, aber mit dem Draht kann ich auch nichts anfangen. Das macht keinen Sinn. Ja, es macht schon Sinn. Ich brauche eine Münze. Gut, also so klappt's noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Jetzt nehmen wir mal den Cocktail und bringen ihn Pater Roy. Okay, Pater, hier ist ein echter daiquirisierter Royal Mai Tai Iced Tea. Passen Sie auf, dass er nicht im Schnauzbad hängen bleibt. Hey, was soll das? Ihnen kaufe ich keine Drinks mehr. Hey, Moment. Ich weiß, wo das Problem liegt, Sie, alter Schuft. War nicht stark genug, hä? Huh? Hättest wissen müssen, Pater Roy mag nur den starken Stoff. Okay, ich schau, was ich tun kann, aber ich verspreche nichts. Der gehört jetzt dem guten Pater. Den nehme ich ihm nicht weg. Verdammt! Was heißt denn den harten Stoff? Wir haben da nichts irgendwie... Ich sollte nur die wirklich starken, schmerzhaften Zutaten reinhauen, um den Cocktail aufzupeppen. Die wirklich starken Zutaten. Ich habe aber keine starken Zutaten. Klebstoff, faulige Zitrone, rostige Rasierklinge, fettiges Papier. Faulige Zitrone? Ich glaube, da fehlt Zitrone. Vergammelte Zitrone, versteht sich. Okay. Kann ich den nochmal nehmen? Den nehme ich nicht. Die Zitrone passte schon mal. Okay. Feuerlöscher ist ja ein bisschen schlag mich tot. Aber sonst kann man da nichts mehr in das Zeug hier. Klebstoff.
ich sollte nur die wirklich starken, schmerzhaften Zutaten reinhauen, um den Cocktail aufzupeppen. Ja, die starken, schmerzhaften. Klebstoff ist also nicht eine Option? Starke Zutaten. Dann werden wir nochmal mit ihr quaken müssen. Elaine! Wie läuft das Geschäft, Elaine? Ach, ganz okay. Nicht viel zu tun gerade. Ja, würde sogar sagen, gar nichts. Naja, wenn du vielleicht nicht den nikotinabhängigen Affen gestern hier losgelassen hättest, was war denn noch los? Ein paar Gäste. War das Tierparade? Der hat die ganze Nacht damit verbracht, mit seinen Fäkalien zu werfen. Und eine Menge meiner Stammkunden haben geschworen, dass sie nie wiederkommen. Ein nikotinabhängiger Affe? Naja, wie auch immer. Wenn die Leute wegen so einer Kleinigkeit nicht mehr herkommen, heißt das nur, dass sie nie wirklich loyale Kunden wie ich waren. Denk immer daran. Ja, okay. Irgendwas ist anders an dir. Hast du mehr Zähne als sonst? Hast du mehr Zähne als sonst? Oh, das ist dir aufgefallen? Ja, tatsächlich. Ich fühle mich heute richtig wohl. Ich meine, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich hübsch. Als ob die ganze Welt mir gehören würde. Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Oh. Wendel, du Charmeur. Hast du keine alkoholfreien Drinks? Oh, na klar. Ich habe gerade erst eine Lieferung feinsten alkoholfreien Fruchtlikör reinbekommen. Fruchtlikör? Willst du mal probieren? Die sind echt lecker. Der nüchterne Randall stimmt widerwillig zu und schätzt dich glücklich. Wenn der betrunkene, böse Randall hier wäre, hätte er dir das Zeug ins Gesicht gespuckt. Oh, Randall, du bist schon eine Nummer. Willst du probieren oder nicht? Okay, lass mal sehen, wie so ein nicht-alkoholisches Getränk schmeckt. Alkoholfreie... Zimtapfel, Kokosnuss... Elaine, gib mal was von dem Kokosnusslikör. Das hier, und da gibt's keinen Zweifel, ist das Widerlichste, was ich je probiert habe. Boah, müssen wir die jetzt alle durchgehen, oder was? Okay, versuchen wir mal Papaya. Fühlt sich komisch an, was zu trinken, das einem nicht den Hals wegätzt. Okay, Mango-Likör. Dann müssen wir wohl erstmal durchgehen. Bin neugierig. Dachte, der wäre süßer. Okay, dann nehmen wir die Limone. Wie ist mit Limone? Ist irgendwie wie Limonensaft, ja, Limonensaft trinken. Prima Aussage. Ach, Guava. Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Und wonach das genau schmeckt, kann ich auch nicht sagen. Mit so einem Namen muss es ja echt gut sein. Tja, während Randall sich durch die nicht-alkoholische Karte trinkt. Passionsfruchtlikör? Überlegen wir uns, warum das Zeug Likör heißt und trotzdem alkoholfrei ist? Sollte ja nicht so ganz. Und schmeckt scheiße. Ja, das dachte ich mir. Mal gucken, was die Kiwi hergibt. Kiwis. Was soll's. Okay, Kiwi-Likör hasse ich jetzt auch. Macadamia-Likör. Warum nicht? Ich weiß nicht, was da drin ist, aber es ist super. Okay. Elaine, Guarana-Likör. Hopp, hopp. So kann man natürlich auch die Zeit rumkriegen. Ganz tolle Wahl, Randall. Litchi-Likör, hm? Okay, her damit. Lecker und exotisch. Ein bisschen wie June. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Ich probier mal den Zimtapfel. Naja, ich finde, alle sind irgendwie lecker.
Ach ja, das macht dann 380 Dollar. Was? Willst du mich verarschen? Oh, na toll. Jetzt muss ich mich neu schminken. Du benutzt Make-up? Warum sagst du sowas? Warum verlangst du plötzlich 400 Piepen von mir? Ich hab nie gesagt, dass die Drinks umsonst wären. Ich hab nur gefragt, ob du sie mal probieren willst. Echt? Randall, du weißt, ich mag dich. Sehr sogar. Aber ich kann dich nicht einfach gehen lassen, ohne dass du zahlst. Die Flaschen waren sauteuer. Ich kann wegen dir nicht noch mehr Geld verlieren. Du hast Glück, dass ich mir irgendwie schäbig vorkomme, weil ich dir ins Gesicht gespuckt habe. Und du hast auch Glück, dass ich mehr Kohle habe als Richie Rich. Hier. Danke. Und jetzt entschuldige mich kurz. Ich muss mein Gesicht wieder hinkriegen. Das Ganze nicht, was du solltest vielleicht in ein paar Addings investieren. Du siehst gar nicht so schlecht aus, wenn es dir dein Gesicht nicht immer verderben würde. Randall! Manchmal bist du echt gemein. Nicht nur manchmal, fast immer. Na, nun komm, geh, ich nehme mal an, dass wir dann... an die Flaschen kommen. Ein paar von den Flaschen sehen echt komisch aus. Ja, dann... Würde ich gern, aber ich komme nicht ran. Ja, Elende, nun aber auf. Ich habe jetzt keine Zeit, mich zu entschuldigen. Ich muss dringend aufs Klo, meine Blase platzt gleich. Ja. So. Verdammt richtig. Ich habe mir nicht die Hände gewaschen und? Shit. Wir kommen ja immer noch nicht daran. Elaine, auf der Toilette sieht's aus wie auf einem Burano. Du weißt schon, überall Wasser und Farben. Elaine, auf der Toilette sieht's aus wie auf Burano. Du weißt schon, überall Wasser und Farben. Ach komm schon. Ist Zielen wirklich so schwer? Du bist doch nüchtern. Hast du das Spiel, nicht den Spieler. Das habe ich nicht verstanden, glaube ich. Egal, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Mist. Das ist ein großer Spiegel auf dem Männerklo, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist ein großer Spiegel auf dem Männerklo, wenn ich mich richtig erinnere. Und? Naja, ich dachte nur, es wäre einfacher für dich, wenn du einen größeren Spiegel benutzt. Ich weiß nicht, ob ein kleiner das Richtige für dich ist. Randall, ich habe langsam keine Lust mehr auf deine Scherze. Okay, okay. Ich wollte nur sagen, dass es da drin alles andere als schön aussieht. Und das wird nicht besser, wenn man nur hinter der Bar rumlungert und sich schminkt. Ist ja gut. Ich mach die verdammte Toilette sauber. Aber dann musst du mir auch einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Ich? Komm schon, Randall. Alles, was ich will, ist, dass du den Müll von gestern rausbringst. Immerhin ist das meiste davon eh von dir und deinem Nikotinaffen. Na gut. Aber nur, weil ich im Männerklo auf den Boden pinkeln durfte. Das habe ich dir nie erlaubt. Willst du wetten? Schau es dir an. Oh Gott. Hier ist der Müll. Bring ihn einfach nach draußen in die Gasse. Roger. Oh. Der Müll von gestern Abend. Muss ich das jetzt wirklich tun? Ja, muss ich tun, gell? So. Der Müll von gestern Abend. Okay, dann rein damit. Oh. Hey! Heilige Scheiße, du blöder Penner! Ich hab mich fast nass gemacht. Du solltest besser auf der Hut sein, Junge. Antizipiere die Antizipation. Jeez, das zählt nicht mal als billige Sci-Fi-Weisheit. Komm schon, die Antizipation antizipieren? Wo hast du denn den Scheiß her? Aus dem Ninja-Comic? Wenn Intrigen und Furcht mit dem Einfallsreichtum eines Menschen zusammentreffen, kann das Ergebnis sowohl unumkehrbar... Jawohl, als auch erschreckend sein. Okay, schon besser. Scheiße, es ist schon wieder 24 Minuten. Es ist doch zum Heulen. Neue Gasse, schön weit weg von meiner Wohnung. Ich will es gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich es genau wissen will. Was hast du da hinten gemacht? Gibt's einen Grund, warum du hier auftauchst? Muss ich mir Sorgen machen? Muss ich mir Sorgen machen? Solltest du.
du solltest dir schon Sorgen gemacht haben, als du das erste Mal Hand an diesen Ring gelegt hast. Gott, geht das wieder los. Genug von dem Ring, okay? Ich versuche ja schon, das wieder gerade zu biegen. Das wird nicht funktionieren. Ich sagte dir doch, dieser Ring möchte nicht gefunden werden. Er hat seinen eigenen Willen. Ah, glaub mir, ich reiß mir den Arsch auf, um ihn wiederzubekommen. Sag jetzt nicht, dass das alles umsonst war. Okay, werde ich nicht. Aber so ist es nun mal. Neue Gasse gefällt mir. Neue Gasse, was? Gefällt mir. Schön weit weg von meiner Wohnung. Ich bin nicht umgezogen. Ich musste mich nur um eine Kleinigkeit kümmern. Ah, ja. Um eine Kleinigkeit? Um eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob ich das genauer wissen will, aber was hast du da hinten gemacht? Ich weiß alles. Und glaub mir, das willst du nicht wissen. Ja, ich glaube dir. Und ich sehe, du trägst keine Hose, also vergiss es. Ich bin gerade irgendwie in Eile, also... Ich auch. Gut. Okay, bis dann. Dann werden wir hier in der Gasse stehen bleiben und werden mal schauen, was, ob jetzt Elaine weg ist, weil ich denke, wir müssen irgendwie an den Schnaps kommen und den Schnaps nochmal zu dem Likör, dem Pater, dazu mischen, dass der vielleicht dann umgeht. Dann können wir vielleicht eine Spielkugel, ich habe keine Ahnung... So ganz bin ich mir noch nicht sicher, was wir da zusammenbauen müssen, um an die Notizen im Pfandhaus ranzukommen. Das scheint ja komplizierter zu werden, als ich es irgendwie je angenommen hatte. Aber das natürlich nicht mehr in dieser Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und natürlich wunderschöne kommende Festtage. Und würde mich freuen, euch auf dem Kanal wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao. Also was wir eigentlich genau in der Kneipe machen müssen, das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Irgendwie müssen wir jedenfalls den Cocktail für den Pater bearbeiten, dass der ein bisschen mehr Umdrehung bekommt. Ich denke, Lene wird das nächste Mal irgendwie auf dem Klo sauber machen. Dann können wir an die Flaschen da hinten ran uns da irgendwie noch eine Brachialform von Alkohol besorgen, sie dem Drink beischütten und ich habe aber dann keine Ahnung, was mit dem Pater passiert, beziehungsweise warum wir das eigentlich machen sollten, um an eine Billardkugel oder die Spielkugel ranzukommen. Es ist mir noch alles ein bisschen unklar. Aber egal, das wird sich in den kommenden Folgen hier auf dem Kanal Kehle erklären. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Würde mich freuen, euch auf dem Kanal wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.